Jo, moin, ihr Fliebt und heute, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Oh, warte mal. Was eine nette Begrüßung hier, Herr Söldner. Elena, die Weitschweifige. Ich schweife immer ganz weit weg. So, wir müssen eigentlich darüber, um ja, unser Schiff zu befehligen und ein paar Schiffe zu versenken, die zu versenken gilt, zerstöre das Schiff und die Flotte des spartanischen Befehlshabers. Ich weiß nicht unbedingt unsere Lieblingsaufgabe, Spartaner zu killen. Aber manchmal kommen wir einfach nicht drum rum. Denke ich mir nur dabei. Mit diesem Boot kann ich nicht so weit raus. Nee, auch gar nicht. So. Bin gesunken? Oder geht's noch? Naja. Hat gerade so gereicht. Aufwachen, Crew. Es heißt Schiffe versenken. Wunder, dass die Spartaner und Athener hier so friedlich miteinander umhersegeln. Freunde, ihr habt Krieg. Bekämpft euch. Wände. Offene Gewässer! Feuer! So, dann nehmen wir Anlauf für ihn hier. Ist aber gerade ein bisschen blöd wegdreht. Nee, jetzt dreht er sich wieder gut. Ausrichten. So viel Abstand haben, bevor wir rammen dürfen. Oh, die sind auch gegen uns. Feuer! Hier da! Wir stürmen das Schiff! Ja.
So, wer zählt ja noch zu den Feinden hier? Da. Xanthas. Xanthos. Xanthes. Oh. Egal. Der auch. Intern abgeschlossen. Gibt's hier keinen Schatz? Was ist das denn für eine Enttäuschung? Du da? Nur einer? Na ja, gut, dann nicht. Grad noch so gefangen. Grad noch so gefangen. Noch ein Gegner, der da nicht. Wer denn? Was bist denn du für einer? Oh! Hallöchen! Nein, die erwischen sie und danach verbrennen wir sie. Hier machen wir weg. Juhu! Schön. Schon wieder einer über Bord gegangen. Was ist das hier für eine feige Mannschaft, ey? Sehr schön. So. Mit Privatzelt hier, das ist ja voll das Luxusschiff. Ah, yep. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes. Ja, ja. Es gibt so viel zu tun und noch so viel mehr zu verstehen. Bruder, lang! Erstmal drehen. Drehen, drehen, drehen. Öffnet das Segel! So. Tschüss.
beiden Trümmerteile im Wasser. Bruder, Tempo! So, in welche Richtung drehst du? Ich gucke nach links. Komm schon, Leute. Wir sind durchhalten noch. Wir sind gleich da. Bam. Und jetzt brennt. Oh, da drüben könnte ein Pirat sein. Was denn? Angriff! Was haben wir euch denn jetzt getan? Wir haben euch geholfen! Ja gut, also wenn man nicht will, dann habt ihr jetzt eine Dauer. Also. In die Ruder und durch da. Das hätten wir überstanden. Dafür sollten wir das. Sprich mit der Frau. Okay. Oh, da hinten ist noch ein Piratenschiff. Und wenn wir gerade mal auf Wasser sind, auf hoher See, auf Wasser sind, dann gönnen wir uns das letzte Ding da hinten auch noch. Weil haben wir gerade so einen schönen Wellengang. Das hier alles Piratenschiffe. Ein bisschen anders aus. Heißt mehr Loot für uns. Der Wellengang verlangsamt uns ein bisschen, kann das sein? Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir schnell reisen. Was bist denn du? Schwere Alpha, okay. Segel einholen! Wir nehmen Fahrt auf, um uns voll zu treffen! Kennt ihr schon unseren Flammenwerfer? Noch einer wissen. Brennt. Wollen sie uns doch versuchen zu rammen? Dann verbrennen wir sie. Oh, jetzt machen wir eine kleine Wende und schnappen uns erstmal diesen kleinen nervigen Piraten dahinter. Mal ein bisschen Feuer unterm Hintern. Vorwärts, ich habe doch schon Entern befohlen.
Juhu! Oh, juhu! Das ist ja mal ein etwas umfangreicherer Gegner. Fähigste Crew aller Zeiten. Alles abgeschlachtet. Was macht der da? Junge, kipp mal um. Oder nicht? Komische Todesposition. Alle hepp, alle hepp, alle hopp. So. Schaut auf euer Schicksal da drüben. Was erwartet euch als nächstes? Sink halt. Erhöht das Tempo. Na gut, dann fahren wir einfach nochmal eine kleine Wende. Alle auf ihre Posten! Bleibt gut in Sicht! Halt das Perl! Wir stürmen das Schiff! Folgt mir! Komm schon, bringt uns näher ran. Die sehen ja bösartig aus, ey. Sieh meine verzückten Augen, da ist ja noch ein Piratenschiff. Ist der schon wieder über Bord gegangen? Das ist ja nervig hier mit diesen über Bord gehenden Leuten. Schön. Ein Schatz. Zwei Schatz. Und der letzte. Dann warten wir mal ganz kurz. Die dürften jetzt jeden Moment verbrannt sein. So. Na komm, bringt uns näher ran. Zack. So, wer ist jetzt der letzte von denen? So, geht auch.
Moin. Hallo, liebe Spartaner. Guck mal, die Haie, die lauern schon auf der Beute. So, in welche Richtung müssen wir? Da vorne ist noch mal kurz zum Einsammeln. Bei der großen Wände können wir das noch kurz mitnehmen. Der Jagdgürtel. Wo sind? So weit weg. Oh ja, geht sogar. In der Nähe sind sogar noch neue Söldner und Kopfgeldstifter. Eieieiei. Ihr seid ja. Nee. Die hohe See ruft doch nach uns. Der Spartaner? Auf dem Standardschiff? Lang angehalten, das Feuer ging hier. Nein, wir suchen die Kollision, Barnabas. Zwar viel lieber das Entern noch mitgemacht, aber naja, man nimmt, was man kriegen kann, ne? Hier ist eine regelrechte Möwenkolonie, ey. Ich glaube, wir müssen mehr in diese Richtung, zwischen den zwei Inseln hier vorne durch. Also ein Geier. Oder picken die jetzt hier auf der Wasseroberfläche noch irgendwelchen Leichen, die wir zurückgelassen haben. Was ist eigentlich mit unseren Segeln los? Wieso sind die so zerfetzt? Der Schiffszustand müsste doch wieder hergestellt sein. Wo denn? Da. Ares, Ares, Ares. So, nein, Spiel, ich möchte nicht tauchen. Ich möchte nur. Beim nächsten Mal könnten sie es. Ich weiß nicht, ob die nachfolgenden Assassin's Creed. Also gibt es ja jetzt schon bald zwei. Also einmal Valhalla, was ja schon länger draußen ist. Und einmal Mirage oder so heißt das, glaube ich, das nächste. So ein Beiboot, mit dem man dann einfach an- und ablegen kann. Das wäre praktisch, finde ich. Was dann nicht gleich zerschellt, nur weil man damit auf Sand läuft. Brauchst du etwas? Die Athener haben die Soldaten besiegt, aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Du willst, dass ich ein Athener-Schiff zerstöre? Die Götter sind mir gnädig. Genau das wünsche ich, ja. Die Götter sind dir hold. Ich habe es schon erledigt. Du verstehst dein Handwerk wirklich. Hier, für dich. Du bist
bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Ich wusste schon immer, dass irgendwo ein anderes Leben auf mich wartet. Ich bin dabei. Sehr schön, unsere Crew wächst und wir haben in 80 Metern einen lieben, netten, ja, Marktmitstreiter auf dem Markt der Söldner. Man sagt ja nicht mehr Konkurrenz, man sagt ja nur noch Marktmitbegleiter. Und der uns hier wieder in Moin! Dein Tod macht mich reich! Das war jener dort und dann können wir hier oben noch was abgeben. Ja, wobei, warte mal, das könnte der Strand gewesen sein, wo wir den Athena besiegt haben. Das können sogar noch Leichen von uns sein. Kein Problem. Der spartanische Hund ist nur noch eine Erinnerung. Es ist getan. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Natürlich. Wegen des Briefs, den du mir gabst. Du musst deinen Teil der Abmachung einhalten, wenn du Messenien von den Persern befreien willst. Oh. Du kannst dich auf uns verlassen, wenn du bereit bist. Ich habe einen Ältestenpreis bekommen. Einen Ältestenpreis. Ja, hier fehlen halt noch. Jetzt die Odyssee vor. Es reicht noch nicht zum Enthüllen. Nun gut. Kehre zu Dareos zurück. Neue Quest. Die Falle ist gestellt. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und würde sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns dann bei Dareos alle zusammen. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Hummel, hummel. Moss.